In diesem Video geht es um Vektoren und wir gucken dazu am Anfang erstmal die grundlegende Idee an. Es gibt viele Situationen, da spielen Richtungen eine Rolle. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Klippe und Sie stehen hier oben. Dann ist es sehr wichtig, ob Sie sich mit 5 km/h in diese Richtung bewegen oder in diese Richtung. Das heißt, bei Bewegungen häufig ist es so, dass die Richtung durchaus eine Rolle spielt. Im einen Fall fahren Sie runter und im anderen Fall eben nicht. Ganz analog, wenn Sie ein Objekt haben, was Sie bewegen wollen, einen großen Klotz, und stellen Sie sich vor, Sie sind zu zweit, dann ist es ebenfalls ganz entscheidend, ob Sie beide in die gleiche Richtung ziehen, so wie hier, oder ob es vielleicht eine Person gibt, die in die andere Richtung zieht. Je nachdem, in dem einen Fall sind sie deutlich erfolgreicher als in dem anderen. Auch hier bei Kräften spielt es eine Rolle, in welche Richtung diese Kräfte wirken. Und das hat man in der Technik und Physik sehr häufig, dass man für Größen nicht nur angeben möchte, wie groß diese Größe selber ist, zum Beispiel die Geschwindigkeit oder die Kraft, sondern dass man auch angeben möchte, in welche Richtung sie wirkt. Und da kommen dann Vektoren ins Spiel. Bei diesen Vektoren hat man auf der einen Seite eine Länge, was die Größe der Kraft angibt, und auf der anderen Seite aber auch eine Richtung und eine Orientierung, wo der Pfeil hinzeigt. Ganz analog zum Beispiel wird das auch später wichtig sein bei elektrischen Feldern. Auch da, wenn Sie da eine Ladung haben, auf die wird eine Kraft ausgeübt und da ist ebenfalls die Richtung wichtig. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man diese Vektoren formal einführen kann. Wir werden das ganz einfach machen. Wir werden die sogenannte Komponentendarstellung benutzen. Das heißt, wir betrachten die Vektoren einfach als Tupel von Zahlen. Dann kann man damit hinterher auch schön rechnen. Und das machen wir einmal. Und wenn man zum Beispiel jetzt in der Ebene unterwegs ist und so ein paar von Zahlen hat, zum Beispiel so etwas wie 1 und 2, und das zusammenfasst, da ist die Reihenfolge wichtig, also zuerst als erste Komponente, als x-Komponente die 1, als zweite Komponente die 2, dann kann man das einmal verstehen als Koordinate eines solchen Punktes, zum Beispiel hier im Koordinatensystem angegeben. Das könnte durch so ein Paar 1, 2 bezeichnet werden. Man könnte aber auch damit bezeichnen, wie man vom Ursprung dahin kommt. Und das ist genau die Idee. Wir wollen so einen Vektor benutzen, um zu erklären, wie man von einem Punkt zu einem anderen kommt, beziehungsweise häufig dann auch vom Ursprung irgendwo hinkommt. Und mit Hilfe eines solchen Vektors würde man zum Beispiel vom Ursprung mit dem Vektor 1, 2 zum Punkt 1, 2 kommen, der hier so markiert ist. Wenn ich nun umgekehrt zwei Punkte habe, zum Beispiel den Punkt, sagen wir mal 1, 1 und den Punkt minus 2, 3, das ist der hier unten, und man sich jetzt fragt, wie kommt man eigentlich von dem einen Punkt zum anderen, also was muss man da tun, dann kann man Folgendes machen. Ich gebe den Punkt mal Namen, ich nenne den ersten Punkt mal P, den zweiten Punkt einmal Q. Dann kann man sich fragen, wie könnte ein Vektor aussehen, also ein Pfeil, der uns von dem einen Punkt zum anderen bringt. Und so einen Pfeil würde man dann schreiben, zum Beispiel als den Vektor zwischen den Punkten P und Q. Und dazu muss man überlegen, erstmal, wie weit muss ich in die eine, in die x-Richtung gehen, um von P nach Q zu kommen? Dazu gucken wir einmal die Differenz der x-Koordinate von Q an. Das ist 3. Und die x-Koordinate von P, das ist in dem Falle 1, also 3 minus 1. Und das gleiche machen wir mit den y-Koordinaten genauso. Die y-Koordinate von Q ist minus 2. Und die y-Koordinate von P ist ebenfalls 1. Und dann haben wir bestimmt, wie wir die x- bzw. die y-Koordinate ändern müssen, um von P nach Q zu kommen. Und wenn wir das ausrechnen, kommt raus, 3 minus 1 ist 2. Minus 2 minus 1 ist minus 3. Und das heißt, um von P nach Q zu kommen, müssen wir in x-Richtung 2 nach rechts gehen und minus 3, das heißt 3 nach unten gehen, um dorthin zu kommen.
Und ganz allgemein macht man das immer so, man nimmt einfach die Koordinaten des Zielpunktes und zieht davon die Koordinaten des Anfangspunktes ab und bekommt dann automatisch den Vektor zwischen den beiden Punkten. Bis jetzt hatten wir den zweidimensionalen Raum betrachtet und da haben wir unsere Vektoren als Paare angesehen, haben wir so die Ebene betrachtet und hatten dann so einen Vektor entsprechend hier mit zwei Koordinaten, mit einer x- und einer y-Koordinate, typischerweise als Spaltenvektor geschrieben. Die nächste Verallgemeinerung wäre, man betrachtet sogenannte Tripel. Tripel enthalten drei Komponenten und damit kann man zum Beispiel Kräfte im dreidimensionalen Raum beschreiben oder aber Punkte im dreidimensionalen Raum, beziehungsweise Veränderungen, wie man von dem einen Punkt zum anderen kommt. Und das funktioniert da ganz entsprechend. Auch da kann man so einen Vektor haben und der hat dann entsprechend x, y und z-Komponenten typischerweise. Und der ganz allgemeine Fall, das sind sogenannte n-Tupel. Bei den n-Tupeln hat man Vektoren, die haben einfach n-Komponenten, sowas wie x1, x2 und so weiter bis xn. So, und wenn Sie sich jetzt fragen, hat das irgendeine Anwendung? Ja, hat es. Und Sie benutzen so etwas auch quasi ständig. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Café gewesen und in diesem Café haben Sie sowohl Milchkaffee getrunken, Kaffee getrunken, als auch, sagen wir mal, Cola und Wasser und Tee. Und Sie hatten vielleicht an der Stelle zwei Milchkaffee, drei Cola, zwei Wasser und zwei Tee, dann können Sie diese Information, was Sie konsumiert haben, zusammenfassen, würde man auch typischerweise wollen, und das Ganze bildet dann einen Vektor. Und das Ganze kann man später, wenn wir später nochmal sehen, dann hinterher auch benutzen, um zum Beispiel zu ermitteln, wie viel Sie dann am Ende des Tages bezahlen müssen. Und daran sieht man, höherdimensionale Vektoren sind keineswegs etwas ganz Merkwürdiges oder nicht Vorkommendes, sondern das braucht man in der Praxis tatsächlich relativ häufig, wenn man mit Daten arbeitet.